Was genau machst du da? Ach, Schalömchen. Ich tue den Zusatzakku ein bisschen ölen. Ach so. Also, gut Ding muss Öl haben. Okay. Aber ich glaube, wir haben uns heute für ein anderes Video versammelt, ne? Ist das so? Ich habe gehört, wir wollen euch erklären, Cyodash Experimental, was ist möglich und warum ist es möglich? Und wieso fährt unser Scooter 45 km/h? Und wieso fährt euer Scooter nach dem Video vielleicht auch 45 km/h? Frage. Ich würde sagen, tun wir nicht weiter den Zusatzakku ölen, fangen wir einfach mal an, euch zu zeigen, was dieses Experimental in der Cyodash-App so macht. Vorher tun wir den Scooter einmal eben kurz. In den Unlock-Modus versetzen. Also er fährt jetzt keine 14 und keine 65, sondern 65% Akku. Genau, Ich Hitze also. war gerade übrigens, weil ich zu lange den Gaspedal hier gedrückt habe. Dann zeigt er nämlich ein anormales Signal an, nämlich den Fehlercode. 24, Nee, geteilt durch 10, 30. nee. Nee, Also, Freunde, ganz kurz nochmal: 65% Akku heißt natürlich, dass das Ding jetzt nicht 100% schnell fährt. Ihr könnt gleich ungefähr 5 km/h abziehen bei dem, was der dann eventuell schafft, wenn der Scooter voll ist. Und ihr müsst bedenken, das zieht natürlich auch ein bisschen mehr Akku. Dann würde ich sagen, zeig erstmal, wie schnell der Scooter jetzt im normalen Unlock-Modus fährt. 35. 34, 350 Watt. km/h. Wir haben mal einen anderen Motor drin. Aber da tut sich jetzt nicht so viel. Also, Freunde, jetzt zeige ich euch mal. Da muss ich mal hinsetzen hier. So. Hier ist das Handy. Alles hier Live-Settings. Ich connecte jetzt XioDash. Er hat gepiept. Jetzt steht hier auch unten Disconnect. Heißt, er ist connected. Wir sind jetzt im zweiten Bootprofil. Das könnt ihr hier unten ändern. Wie gesagt, Video dazu haben wir gemacht. Guckt euch das XioDash-Video an. Hier geht es jetzt erstmal nur um den Speedboost-Modus. Da gilt natürlich, da steht da gleich auch, aufpassen, da kann was kaputt gehen. Also, kommen wir mal hier. V-Min when activated. Wann soll der Speedboost losgehen? Wenn er auf 90 km/h stellt, dann fährt der Scooter nicht 90, sondern der Speedboost würde erst bei 90 km/h sich aktivieren. Deswegen kann man den zum Beispiel sagen, okay, komm, wir stellen ihn jetzt mal hier auf 25 km/h, weil darunter braucht ihr keinen Speedboost, da fährt sowieso 25 km/h. Und dann hast du hier, das ist der sogenannte Anlaufstrom. Jetzt kommt's, da ist wichtig. Da müsst ihr jetzt mal kurz aufpassen. Ja, das ist der Jetzt Anlaufstrom. könnt ihr einstellen, welche Stärke der Anlaufstrom hat bei dem E-Scooter. Wir können das jetzt mal live kurz mit euch ausprobieren. Da testen wir ja auch. So. Ich teste, mach, stell das auch mal ein bisschen höher und das ist jetzt Activate in Echo, Echo Normal, Überall. Sport. Ich würde machen, dass er nur im Sportmodus den Speedboost hat, weil alles andere macht wenig Sinn. Also wenn ihr mal kurz Speed geben wollt, immer auf S und alles andere würde ich standardmäßig fahren. Man muss ja So. nicht immer rasen. Ja, mach mal, gespeichert hier. Man muss ja nicht mal blasen. Jetzt gib mal Gas. Zeig mal, was das jetzt gebracht hat. Ist 1 km/h. 35, 36. Hat 1 km per Second gebracht. Ja, jetzt machen wir den mal auf 3. Warte noch nicht. Das hier schon ein bisschen höher. So, dann wieder alles speichern. Und jetzt guck mal jetzt. Sind wir schon mal 3 km/h schneller? Jetzt haben wir schon 38 da stehen, ne? Genau. So, jetzt stellen wir mal auf 5. Machen das auch ungefähr auf die Hälfte. Wieder saven. Wie gesagt, also wir können euch aus Erfahrung sagen, mit den Settings, die wir jetzt haben, schafft der Scooter ohne weiteres, zumindest wenn man ihn hochhebt, 46, 47 km/h. Wenn man jetzt draufsteht, ist er natürlich nicht real, aber Lidl. ihr bekommt trotzdem einen guten Leistungsschub, je nachdem wie viel er wiegt und alles. Probiert das einfach mal aus, aber denkt dran, mit den Settings hier, mit denen hier, ne? Vorsichtig bitte sein, nicht übertreiben. Nicht auch nicht sagen, jeder Zuhörer haben so gemacht. Also wir können jetzt aus der Community sagen, jeder Scooter verhält sich teilweise echt anders. Ist wirklich so. Deswegen geht da langsam Schritt für Schritt hoch, guckt, ob das alles Welchen Anlaufstrom funktioniert. haben wir jetzt gehabt? 5 Ampere. 5 Ampere. Ist schon okay. Also ich würde gar nicht mehr so weit viel höher gehen. Also wirklich, dann ist es wirklich schon Experimental Overdose. Ne? Jo, Wir aber können, genau. ganz kurz, wenn ihr eure Kollegen ein bisschen pranken wollt,
Dann geht ihr hier auf Wheel Size. Hier bei Tire Size findet ihr das. Und wenn ihr das ein bisschen hochstellt, zum Beispiel machen wir mal einfach mal auf 10. Gib mal Gas. Da haben wir schon 48 stehen. Wenn der Scooter jetzt voll wäre, der Hunger mit 50 gestanden. Wenn ihr jetzt den auf, machen wir mal auf 18. Also man muss ganz kurz sagen, ne, Dürft ihr erst, wenn ihr 18 seid. der Scooter fährt nicht so schnell, das wird nur auf dem Display angezeigt. Das ist jetzt einfach nur Quatsch, was wir hier machen. Aber viele von euch finden das bestimmt lustig. Habt ihr hier eine 90 stehen? Man kann sogar, wenn ihr über 100 kommt, steht da E5. E5! So, machen wir mal. Das müsste jetzt ein bisschen besser. Ja, habt ihr hier 94. Also so haben wir das quasi in dem Video gemacht, in dem YouTube Shorts Video. Ist Schwachsinn, könnt ihr machen. Allerdings mit der Speedboost-Variante verändert ihr eure Geschwindigkeit wirklich. Mit der Wheel-Size-Variante sieht es nur so aus. So, ich wollte noch gar nicht weiter um den heißen Brei reden, Der ist schon sondern abgekühlt, solange wir das Video schon gehen. jetzt kommt nämlich dieser Multiplikator, Multiplikator im Cyolash. Da könnt ihr natürlich auch noch ein bisschen Energie rausholen und den Scooter schneller machen. Wir werden jetzt mal kurz wieder alles auf resetten und dann könnt ihr genau sehen, was es bei der Leistung jetzt bringt. Also wir hatten jetzt gerade einen Anlauf schon von 5 Ampere und er hat von 34, ja, 34 war es, auf 40 Ah, Kartoffel. km/h. Also weil der Anlauf schon von 5 km/h, 5 Ampere, der 6 km/h auf dem Tacho mehr. Ja. Ist natürlich klar, dass er nicht auf die Straße bringt, ne? Also nur im Leitlauf, ne? Ob Warte, selbst warte, nicht warte, ab. warte, wie schnell ist denn das Ding jetzt gerade gefahren? Jetzt gerade mit dem Resize oder normal? Ne, normal. 40, ne? 40, glaube ich. Okay. Dann, warte, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Dann mach ich jetzt nochmal. So, Freunde, 41. 41, 42. Das passiert, wenn wir den Multiplikator ein bisschen höher machen. Wie schädlich das jetzt auf Dauer ist, können wir natürlich noch nicht sagen, weil wir das ja selber noch nicht so die Also Erfahrung der mitgemacht entsaftet den haben. Akku ziemlich ordentlich, das merkt man schon. Ja, also Akkustromleistung, das zieht echt einiges weg. Das ist quasi so, als ob ihr an so einem Seil zieht mit einem Akku dran. Und dann ist der Akku auch weg, wenn ihr feste ziehen könnt. Man so sagen. Ja. Welche Multiplikate hast du denn jetzt drinnen? Jetzt habe ich 2071. Gerade habe ich das ein bisschen höher gehabt. Und ja, so waren die Settings gerade, als wir getestet hatten. Wir können jetzt natürlich ein bisschen experimental werden. Wir gehen einfach mal mit beiden Sachen noch ein bisschen nach oben. Das machen wir jetzt für die Community. Macht es nicht nach, nicht unbedingt. Es sei denn, ihr wollt. Kaputt Scooter haben. Okay, let's go. Jetzt seid ihr gespannt, ne? Ja. 47, So. 30 km/h. Also, ich habe das mal so hoch gehabt, als der Akku full war. Dann hast du da kurzzeitig auch eine 5 vorne stehen. Wenn du damit fährst, schaffst du auf jeden Fall. Also, ich habe damit 40 km/h geschafft mit dem Scooter. Mit ungefähr 100 Kilo ist das schon gar nicht schlecht. Wenn ihr jetzt weniger wiegt, dann schafft ihr auch mehr. Gleich sind wir auf 64%. Also man kann sagen, ich glaube ab 70, 80%, ich bin mir nicht ganz sicher, Also. regelt der Scooter, der Sport, Schriegel dort. Controller runter. Also damit er nicht mehr so viel Anlaufleistung an Strom bekommt. Er Sonst hängt macht am nämlich Strom. das BMS zu. Ja. Das Batterie Management System of Survival Mastering Control. Übrigens, Survival Masters, habt ihr schon über ihn abonniert? Wäre nett, wenn ihr abonnieren Imoniert. würdet. Ibonniert. Habt ihr Habt ihr schon schon mal Ibo profiniert? Ihr mariniert? profitiert davon. Okay, Freunde, ich würde sagen, das reicht. Video geht lange genug. Ich hoffe, wir konnten euch damit helfen Genau, und schreibt in euren die Kommentare. Ihr könnt Scooter uns gerne austauschen. beschleunigen. Austauschen, was andere Leute für Settings haben. Wir sind natürlich nicht allwissend. Ich schon. Aber bleibt dabei, abonniert und seid bei den Livestreams dabei. Die werden auf jeden Fall noch spannend Der werden. Wir werden Livestreams. hier 2 350 Watt Motoren einbauen, 2 Controller und da wird noch ein 2er Controller eingebaut mit 2 Motoren. Ja, kann man ganz kurz zeigen, wie das Ding momentan aussieht. Vorne Motor, Hinten hinten Motor, Motor. überall Federung, Stange. Gut, Freunde, das reicht Stange. jetzt wirklich. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao.